Und damit willkommen zurück zu StarCraft 2. Ja, auf das Schiffsmesser, wo wir zuallererst die Nachrichten jetzt diesmal gönnen. Ich wiederhole, die Opferzahlen gehen in die Tausende. Eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeitersiedlung in Schutt und Asche gelegt hat. Liga-Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war. Aber unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss. Dies wirft eine Frage auf. Ist es möglich, dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind? Für UNN berichtete Kate Lockwell von der Kernwelt Nefor 2. Oh, natürlich wird uns wieder die Schuld geschoben, genau. Du traust mir also immer noch nicht, Bruder. Solange du dich nicht entschieden hast, haben wir nichts zu besprechen. Okay. Dieser Tosch ist nicht ganz dicht, Jimmy. Der murmelt die ganze Zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen, die er da hat. Tja, weißt du, ich brauche halt jemanden, der deine gewählte Ausdrucksweise und guten Manieren ausgleicht. Der tickt doch nicht richtig. Ich habe ja nichts gegen Leute, die eine kleine Macke haben. Aber der Typ, der ist komplett irre. Neue Söldner. Neue Söldner. Spartan Company. Zwei Elite Goliaths. Plus 33% Trefferpunkte, plus 33% Schaden. Söldner Quartier, zwei Trupps. Die Soldaten der Spartan Company sind ein Überbleibsel der vernichtenden Expeditionsstreitkräfte des VED. Nun nutzen sie ihre überlegene Ausrüstung, um den Meistbietenden ihre Dienste anzubieten. Anheuer natürlich. Was ich so mittlerweile auch denke, ne, wenn wir jetzt mal ins Arsenal gehen, haben die Söldner einen Vorteil von den Einheitenverbesserungen? Goliaths werde ich auf jeden Fall benutzen, weil es sind solide Einheiten. Goliaths können beide Waffen gleichzeitig abfeuern. Multizielaufschaltung. Diese verbesserte Version des Goliaths lässt zu, dass Raketenwerfer und Autokanonen verschiedene Ziele erfassen und gleichzeitig feuern können. Dieses Upgrade ist ideal für den Kampf gegen Bodenziele mit starker Luftunterstützung geeignet. Und Zielsystem der Ares-Klasse. Goliaths halten plus 3 Raketenreichweite, Goliaths halten plus 1 Kanonenreichweite. Dieses fortschrittliche Zielsystem lässt die Raketen des Goliaths weit entfernte Ziele aufschalten? Gewundert, dass ich mir den Satz nicht... Okay, klarkomme. Wie das so komisch geschrieben wird. Das Zielsystem verfügt auch über eine KI, welche die Bewegung von Zielen besser berechnen kann. So können die Autokanonen des Goliaths Bodenziele aus größerer Entfernung unter Feuer nehmen. Was ist Geld, was ich... Was kommt da noch mehr Einheiten und andere Einheiten? Na, es ist so schlimm. Auf ins Labor. Ich habe die Tests an dem Terrazin-Gas durchgeführt, um die du mich gebeten hast. Es hat auffallend ähnliche Eigenschaften wie Vespin-Gas. Jedoch sind darin einige sehr exotische organische Zusätze enthalten. Irgendeine Ahnung, wozu es verwendet werden kann? Nun, es würde definitiv die Gehirnfunktion beeinflussen. Ich schätze, deshalb könnte es als Droge oder Aufputschmittel verwendet werden. Ah, Drogen, was? Na super. Ey, Drogen. Der Protoss-Tank. Hat was Neues. Eintrag 2142. Der Kristall wächst und scheint eine Art Antimaterie zu entwickeln. Eine Gravitationsanomalie. Bislang unbekanntes Phänomen. Sie schwebt über den Kristall. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass der Kristall dem Schiff Energie entzieht. Doch auf so eine ausgeklügelte Art und Weise, dass es nicht aufzuspüren ist. Es ist nicht organisch, verfügt aber über eine Molekularstruktur, die ebenso komplex ist wie die eines Organismus. Er hat eine komplizierte Matrix entwickelt, die ihn hart und zugleich überraschend dehnbar macht. Eine auf diesem Kristall basierende Legierung würde über eine beeindruckende Schadensresistenz verfügen. Die Struktur der Matrix deutet darüber hinaus auf eine Art Energiespeichersystem hin. Auch das könnte Potenzial für uns haben. Die Protoss sind uns dermaßen weit voraus, wir müssen denen wie Einzel erscheinen.
Na, was gibt uns dann die Forschung dafür? Wir könnten Ultrakondensatoren. Waffen-Upgrades erhöhen Angriffsgeschwindigkeit um 5%. Geht für Waffenlager und Maschinendruck. Diese selbstregenerierenden Kondensatoren verringern die Nachladezeit all ihrer Waffen und Waffensysteme. Aber jetzt erhöhen alle Angriffs-Upgrades im Waffenlager und Maschinendock die Angriffsgeschwindigkeit um 5% und versuchen zusätzlichen Schaden. Pro Upgrade. Es gibt insgesamt mal 3 Upgrades, es sind also 15% Angriffsgeschwindigkeit mehr. Panzerung-Upgrades erhöhen Trefferpunkte um 5%. Geht für Waffenlager und Maschinendock. Wir haben eine neue, extra leichte Legierung namens Vanadium entwickelt. Vanadium verteilt auftreffende Kräfte weit effektiver als herkömmliche Panzerung und schützt so die Gesundheit unserer Truppen. Aber jetzt hören alle Panzerung-Upgrades im Waffenlager und Maschinendock zusätzlich zur Stärkung der Panzerung die Einheitentrefferpunkte um 5%. Höhere DPS oder mehr Tanks? Ich denke mal, höhere Angriffsgeschwindigkeit ist wirklich vom Vorteil. Würde ich sagen. Ja. Machen wir das. Dann auf zur Brücke. Einen Moment. Na dann, Hornier. Was hältst du von dieser verschlüsselten Nachricht, Matt? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist, wird Mengsk sicherlich versuchen, ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen. Aber Tosh verschweigt uns etwas. Wenn wir diese Revolution gewinnen wollen... Ich weiß. Dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen können. Na dann. Mission. Was gibst du uns? Machen wir jetzt Haven. Meine ja. Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut. Aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ein sicherer Hafen. Wir kriegen dafür die Vikings. Ein robuster robuste Unterstützungslufteinheit. Ich kann nicht mehr lesen. Kann sich in Bodenfahrzeug transformieren. Wir sind fast bei Haven angekommen, Sir. Haben aber immer noch keinen Kontakt mit... Sir, eine Flotte der Protoss befindet sich im Orbit. Sie stören jegliche Kommunikation mit der Oberfläche und es scheint, dass sie ihre Hauptwaffensysteme aktivieren. Jim, du musst sie aufhalten. Matt, öffne einen Kanal zu den Protoss. Wollen doch mal sehen, wie es bei denen heute mit Diplomatie aussieht. Entaro Tassada, James Rayner. Ich bin Exekutorin Selendis. Eure Tapferkeit und die Dienste, die ihr Ajur erwiesen habt, sind uns wohl bekannt. Entaro Tassada, Selendis. Hör mal, bei allem Respekt, aber eure Flotte muss sich zurückziehen. Die Menschen auf Haven stellen keine Gefahr für euch dar. Unsere Beobachter haben bei den Kolonisten eine Infektion mit Zerg-Sporen entdeckt. Eine Reinigung muss vollzogen werden. Solltet ihr wünschen, diese Aufgabe an unserer Stelle zu übernehmen, so werden wir dies erlauben. Jim, ein paar meiner Leute mögen befallen sein. Aber du kannst doch nicht zulassen, dass die Protoss sie alle auslöschen. Ich weiß, ich werde ein Heilmittel finden, wenn du die Protoss nur aufhalten kannst. Die einzige Heilung einer Zerg-Verseuchung ist die reinigende Kraft des Feuers. Ihr wisst, dass das wahr ist, James Rayner. Ich kann sie heilen, Jim. Glaub mir. Solltet ihr euch uns entgegenstellen, werden wir uns in einer glorreichen Schlacht begegnen. Es liegt bei euch, James Rayner. Wir erwarten eure Antwort. Bei allem Respekt, es ist so, schon so. Klar, wir haben die Leute ganz beschützt, wir haben sie, Dingsbums gerettet, ne? Evakuiert. Naja. Was die Protoss in jetzt all diesen Jahrhunderten nicht geschafft haben, warum sollten ein Mensch, bin ich jetzt ehrlich, das dann schaffen? Also, Kolonie säubern. Schließen sie sich ihren alten Verbündeten, den Protoss, gegen die Flüchtlinge an. Dr. Hansen wird dies als Verrat ansehen, aber die Kolonie wird von jedweder Verseuchung befreit. Außerdem haben sich die Protoss bereit erklärt, im Gegensatz zu Gegenzug ihr Wissen mit ihnen zu teilen.
Tut mir leid. Protoss. Es tut mir wirklich leid, Ariel. Aber die Exekutorin hat recht. Glaub mir, die hätten sich nicht die Mühe gemacht, hierher zu kommen, wenn die Daten nicht eindeutig gewesen wären. Ruf deine Flotte zurück, Selendis. Das ist eine terranische Angelegenheit. Ich werde mich selbst drum kümmern. Was? Das kann nicht sein! Ich hätte mehr von dir erwartet, Jim. Ariel, wenn es ein Heilmittel gäbe, hättest du es mittlerweile schon gefunden. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist, der Sache ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Das kann ich einfach nicht akzeptieren. Jeder einzelne meiner Leute kann gerettet werden. Ich stehe kurz davor, ein Heilmittel zu finden. Das weiß ich. Eure Entscheidung ehrt euch, James Rayner. Ihr wart von jeher ein wahrer Freund, der Protoss. Auch wenn diese Aufgabe euch schmerzen wird, auf diese Weise rettet ihr viele andere Leben. Wir haben für die Jungs mehr als einmal alles riskiert. Aber diesmal gibt es nur einen Weg, wie wir ihnen helfen können. So viele wie möglich retten und die übrigen erledigen. Ich weiß, dass das eine Sauerei ist, aber nur wenn wir die verseuchten Siedlungen ausräuchern, können wir verhindern, dass der ganze verdammte Planet überrannt wird. Nichts, was man mit einem kleinen Feuer nicht regeln könnte. Ist nur ein ganz schön großes Gebiet. Wir haben nicht genug Truppen, um überall gleichzeitig zu sein. Keine Sorge. Swan kümmert sich schon drum. Ja, hab alles im Griff. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, um an die Baupläne für diese Babys zu kommen. Schuldest mir jetzt echt was, Cowboy. Vergiss nicht, diese bösen Buben können zwischen Kampfflieger und Sturmmodus umschalten, wie du es gerade brauchst. Diese Vikings sind genau das, was wir brauchen. Aber es sieht so aus, als ob sich ein paar der verseuchten Kolonisten da schon verwandeln würden. Und diese Gebäude verseuchen noch mehr von ihnen. Bringen wir es einfach hinter uns. Das ist natürlich schon eine harte Entscheidung, ne? Ich bezweifle ganz stark, dass die Doktorin es irgendwann geschafft hätte, ein Heilmittel zu finden. Verseuchungen wachsen und werden mit der Zeit immer gefährlicher. Merzen Sie sie schnell aus, bevor sie zu einer ernsthaften Gefahr werden. Quelle der Verseuchung entdeckt. Sir, dieser Virophage überträgt den Zerg-Virus auf die Kolonisten. Wir müssen jeden dieser Virophagen zerstören. Je mehr es davon gibt, gegen desto mehr Verseuchte müssen wir kämpfen. Sir, ich orte ein paar schwere Flugeinheiten der Zerg. Sie entsprechen dem Profil der Brutlords, von denen uns berichtet wurde. Vorsicht, sie sind äußerst effizient gegen Bodenziele. Dann müssen wir sie von oben angreifen. Wo sind meine Vikings? In der Basis, da wo du sie zurückgelassen hast. Und Mineralien bitte, danke. Bleibt wachsam. Wer das Schiff verlässt, trägt einen Schutzanzug. Ich will nicht, dass noch mehr Leute verseucht werden. Die verseuchen auch Space Marines, Kumpel. Mein Befehl gilt trotzdem. Dürfte für dich ja eh kein Problem sein, Tigers. Nur zu. Das stimmt allerdings. Aber sicher! Und zerstört mal. Lanzer-Torpedos. Schaden 10, Gegengepanzerte 14. Zwei Angriffe und 9 Reichweite. Aber alle 2 Sekunden. Sehr effektiv. DPS von 10 und 14. Okay. Dann landet mal bitte. Gatling-Kanone. Schaden 14. Reichweite 6. Auf dem Geschwindigkeit 1. Luft. Ich glaube, die kleinen Viecher tun auch weh. Bin ich sicher. Oh ne, hier, komm. Oder waren die vorher schon verletzt? Ich weiß es nicht mehr. So nicht drauf geachtet. Rein da und rein da. Gut, sie kommen zum Bitter. Ja, dann zerstört ihr mal Rest. Oh, Vikings hatte ich. Mehrere gleichzeitig brauchen, sehr schön. 1, 2, 3. Erweiterung fertiggestellt. Dann mal bitte in Luft. Irgendwas. Wird gemacht. Na. Sehr schön. WBF bereit.
Dann kommen wir zurück. Brauche ich vier weitere? Wie den Bunker nochmal. BBF einsatzbereit. Ja. Erweiterung fertiggestellt. Und jetzt kann ich Vikings bauen. BBF bereit. In der Menge. Hier komm ich. Theoretisch, wenn ich den Platz dafür hätte. Aber die erste Lufteinheit, die wir haben, ne? Können wir nicht in der Fabrik bauen. Nur zur Info. Benötige weitere Depots. Ja, schafft doch so. Benötige weitere Depots. Ja, ich baue doch schon Depots. Was nicht passt, wird paar schlechte Neuigkeiten. Ist doch gut. Juhu, Überstunden. Nicht genügend Mineralien. Mineralien-Depots. Ah, so viel, was wir brauchen. Die spawnen auch immer oben sofort, das ist gut. So, und geh dann da rein. Und die reparieren mal bitte. Danke. Ein bisschen seltsam, dass die Lufteinheiten so reparieren am Boden. Na, Klex, was machst du hier? Stimmt, was zu fressen. Ah. Falls irgendwelche komischen Geräusche kommen oder so. Mein Kater liegt jetzt direkt unter dem Mikrofon. Bisschen unvorteilhaft teilweise, aber... will ich machen. Ich kann nicht schlecht... Ich könnte ihn schon wegschicken, aber ich will ihn nicht wegschicken, sagen wir es mal so. Ich bin doch kein Unkater. Unmensch. Ihm gegenüber. Na, Klecks? Oh, ja. Schnur. Ja, aber reparieren wir den Bunker. Brauchen wir vielleicht nochmal einen zweiten hin. So hin. Und du dahin. Und geh mal ran. BBF einsatzbereit. Jetzt. Ja, Klecks, ja, Stoß gegen das Mikrofon ist in Ordnung. Die beiden mal. Ja, leg dich richtig hin. So, genau. Die Infizierten sind auf dem Weg zu einer Siedlung im Süden. Nein, nicht verseuchen. Pfui. 1, 2, zack. Das ist immer schön ausgeglichen, ist oben und unten. Mutterlisten. Und ver... doof. Das ist sehr doof. Ach Gott, nee, das sind zu viele. Sorry. Da werde ich erstmal gar nichts machen können. Und da. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und mehr ausbilden. Auch 3 Vespin-Dinger. Vespin-Geysire. Das ist krass. So, Klecks, gehst du jetzt fressen oder wird sich wieder umlegen? Okay. Geht auf seinen anderen Schlafplatz. Kann ich meine Tastatur wieder nach vorne schieben? Was gehst du darauf? Benötige weitere Depots. Zack. Was liegt an? Daran. Nicht genügend Mineralien. Mehr Depots. Eins. BBF einsatzbereit. Kann ich doch so viele bauen. Geht da noch rein. Ja. So. Darf sonst nur zu. Nicht genügend Mineralien. Könnt ihr da oben mal das jetzt komplett säubern? In Ordnung. Wenn ihr eine was tot ist.
Könnte auch. Oh, ich habe noch keinen. Kein Waffenlager. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Ach, die kommen da raus. Ah. So wie bei der auf der Nettmitte. Wir haben eine Siedlung vollständig verseucht, Sir. Aber wir müssen die Gebäude trotzdem zerstören, damit die Verseuchung sich nicht weiter ausbreitet. Ja, sehr gut. Jetzt wird geplündert. Sehr gut. Passiert. Warum vibriert jetzt schon wieder mein Handy? BBF einsatzbereit. Keine Zerg-Biosignaturen mehr in der Siedlung zu orten. Okay. Gute Arbeit, Sir. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. BBF einsatzbereit. So, dann. Schlechte Neuigkeiten? Du baust das Ding, gehst da oben hin. Und zwei reparieren jeweils. Dann gehen zwei runter und reparieren auch dort. Oh, wenn die reparieren, die Vikings dann mit gleich dazu, stimmt. Die kommen hier nicht. Die kommen hier nicht ran. Ja, der vielleicht auch nicht. Super. Das ist wirklich so super. Oh Gott, ja. Gut. Damit habe ich jetzt nicht Achtung, so gerechnet. Klasse 5 Biosignatur mit Kurs auf die Kommandozentrale entdeckt. Wie Klasse 5? Ich bin bis zur 10. gegangen, hallo? Eins, zwei, eins. Zwei. Wo denn jetzt? Da. Sir, eine weitere Siedlung wird von den Zerg infiziert. Das sollten die doch schaffen. Leichte Einheit, ey. Das ist andere aus als eine leichte Einheit. Da ist noch eine Siedlung. Aber die verteidigen wir jetzt. Ihr macht jetzt hier nichts Putti-Putt. Na, erstmal die DPS erhöhen. Es ist bei. Genau, Waffengeschwindigkeit 2. Ist hier auch so ein Kreuz drauf ist? Ah. Na dann, landet mal. Ihr sollt landen. Ihr verseucht hier nichts. Bitte. Gern geschehen. Sir, Statman sagt, Dr. Hansen hat sich im Labor eingeschlossen. Hm. Allein. Sie will unbedingt ihre Leute retten. Ich mache mir Sorgen um sie. Schlechte Neuigkeiten? Immer nur durchdrehende Ärzte. Kann man ja immer gebrauchen. Jetzt wird geplündert. Achtung. Klasse 5 Biosignatur. Na da. Kurs auf die Kommandozentrale. Sehe ich schon. Ah, Gott, bist doof. Ist echt doof. Jetzt wird geplündert. Warum können die auch Luft angreifen? Ja, dann repariert mal. Wäre sehr freundlich. Jetzt wird geplündert. Ich muss eh Schuss. Ja. Frage, wenn die am Boden sind. Sind da nur Bodeneinheiten dann? Zählen da als. Ne, die zählen trotzdem als Lufteinheit noch. Oh, cool. Gut. Hätte sein können. Dass sich das da dann anders verhält. Wo ist denn der? Da ist der. Mein größtes Manko, das muss ich jetzt mal ansprechen, an diesem Spiel, ist einfach, man kann nicht komplett abgewählt sein. Ich würde gerne auch einfach nur mal nichts da unten zu sehen haben. Einfach nichts und auch hier nichts. Aber nein, das geht so nicht. Man müsste höchstens etwas auswählen, was gleich verschwindet.
selbst das hier nicht. Also was stirbt. Nur dann wählt man auch Sachen ab. Weil die Sachen nicht mehr anwählbar sind. Das ist ein bisschen doof. Gut, jetzt wirst du zerstört. Unsere WBFs werden angegriffen. Ja, ja. Basis wird angegriffen. Ein Angriff und bla 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 bla. So, kurz landen. Er geht doch einfach. Unnötige Einheiten verloren, weil die nicht attackiert haben. Wow. Achtung. Klasse 5 Biosignatur mit Kurs auf die Kommandozentrale entdeckt. Lebt ewig. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Jetzt wird geplündert. Okay. Erst dahin. Transformationssysteme. Dann lasst uns mal loslegen. Bereit für den Krieg? Immer diese Gatlings. 0,95 auf dem Boden. Und ein stärker. Also DPS geht logischerweise höher. Scanner zeigen an, dass die Siedlung gesäubert ist, Sir. Eine weitere Siedlung wird angegriffen. Dann lasst uns mal los. Das ist echt gut. Nicht nur stärker, sondern auch wirklich mehr DPS. Da unten rechts. Ah, okay. Bisschen Zeit habe ich dafür noch. Ich weiß nicht, ob ich die auch mitschicken soll, dann immer. Oh, ja, warum nicht? Schade, der nicht. Und ihr könnt das mal kurz reparieren lassen. Der ist noch sehr verletzt. Der hier ist noch sehr verletzt. Upgrade durchgeführt. Kann ich aber auch da verbessern, wenn ich schon die hier benutze, ne? Dann kann ich die auch im Maschinendock auch verbessern. Ach, repariert schneller. Wenn ihr euch da nicht mal so gegenseitig blockieren würdet. So, na dann auf hier hin. Bingo! Ach nö. Was seid ihr denn für doofe Einheiten? Abmarschbereit! Jetzt wird geplündert! So, wir sind. Kann ich hier mal stoppen? F2 machen, also von daher. Und dann geh ich auch mal dahin. Ja, ich schaff das schon. Und ich hab genug Vikings jetzt. Ich komm mal kurz auf den Boden. Und auf zur Luft. Bevor ihr von den Vollidioten zerstört werdet. Ah, oh, wird auch gegen repariert, also von daher. Geh doch dahin. Dankeschön. So, alle Luft. Unten ist die ganz große Scheiße. Ah. Oh Gott. Ja, da sind Luftwatte. Okay, interessant. Bisschen Vespingas für mich. Na dann. Kurs landen. Mach mal hier Schaden. Upgrade durchgeführt. Soweit ihr Schaden machen könnt. Muss ihr definitiv machen. Mehr Vikings bitte. Ihr seid noch Abklingzeit, ihr. Mineralienfeld erschöpft. Ja, erschöpft.
Sollte es ja trotzdem schaffen. Sollte kein Problem sein. Nicht so wie auf der einen Mission. Oh Gott. Wo ich das wirklich nur ganz, ganz knapp geschafft habe. War auch wirklich ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Sir, gen Norden wird eine Siedlung von Infizierten umzingelt. Okay, hoch. Nein. Ich sag gar nichts. Wow. Tschüss. Oh, einfach Bescheid. Dann lasst uns. Ja. Transformationssysteme optimiert. Landet mal. Oben oder? Ich kann sie nicht allein. So, ja, auch landen. Mineralienfeld erschöpft. Jetzt wird geplündert. Das war verdammt knapp. Danke. Bitte. Ist ja kein Problem, wenn da eh nichts ist. Wird so schwer nicht sein. Durchgeführt. Mehr DPS, mehr DPS, mehr DPS, sehr schön. Durchgeladen und entsichert. Die gerade hochschießen. Komm mal hin. Ja, von hinten landen. Warum nicht? Durchgeladen und entsichert. Schon ein bisschen mies. Jetzt zerstöre ich aber hier alles. Nein, pfui, Chosal. Pfui, pfui, pfui. Bereit für den Krieg? Kommen die denn her? Ganz weiter Weg. Ganz, ganz kritisch. Nicht genügend. Ich kann sie nicht alleine. Ah. Kann kaum noch erwarten. Nochmal, nach unten. Basis wird angegriffen. Ja, nicht so wild. Die waren aber wild. Taten weh. Gute Arbeit, Sir. Ich orte zwei weitere Häufungen von Zerg-Biosignaturen. Gut, dann mal hier hinstellen. Und ihr, allesamt. Nicht genügend Mineralien. Oh Gott. Shit. Ja, es ist unvorteilhaft. Grad. Stellt euch mal hier hin und repariert einfach mal. Warum nicht? Ich meine, wenn die schon gerade da sind. Und auf dem Weg dorthin. Repariert einfach mal. Upgrade durchgeführt. Aus der Bahn. Repariert doch mehr. Alle. Von mir aus. Achso, keine Mineral. Oh Gott, ja. Na. Stimmt, es fehlen ja Mineralien dran. Na komm, schafft er. Jo, einfach überrennen. Über Vikings. Ach Gott. Jetzt müssen die ganzen Mineralien zurückgebracht werden. Ich habe eigentlich... Komm. Wäre schlau da, das hierhin zu platzieren. Viel, viel schlauer. Aber sicher! Was liegt an? Kommt noch was? Sir, eine weitere Siedlung wird von den Zerg infiziert. Ja, ich kümmere mich vielleicht drum. Gleich meine ich. Nicht jetzt. Plündern und Brandschatzen. Okay. Wofür auch immer. Nicht so und so viel. Nee. Ich habe gerade keine hergestellt, also von daher. Hm.
Wir werden es dann später sehen. Alles klar, dieser Sektor ist sauber. Gute Arbeit, Jungs. Weiter zum nächsten. Ja, dann. Kümmert euch mal hier drum. Bis das Ding braucht noch ein bisschen, dass es ankommt. Was liegt an? Was wichtig? Na, ihr könnt trotzdem mal so sein, danke. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Trotzdem echt weh. Hier geht jetzt alle schon sterben. Das war verdammt knapp, danke. Bitte. Soll ich ballern, Sir? Sehr freundlich. Sehr gerne. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Hier. Nur zu. Was wichtig ist? Wenn ich genug Mineralien habe, baue ich eine neue Kommandozentrale hin. Die müssen trotzdem erstmal repariert werden. Schlechte Neuigkeit? Oh, ihr könnt dahin. Warten! Wer schlauer? Was nicht passt, wird passend gemacht. Weil die hier eh nichts zu tun haben. Also. Verstanden! Ich sehe auch nochmal auf Abklingzeit gehen. Was wichtig ist? Eins. Was liegt an? Zwei. Wow, Heigen erschreckt! Na ja, dann werdet mal repariert. Transformationssystem. Gehen die Mineralien echt runter, ist unglaublich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch ein weiteres Dorf gibt, ne? Eins haben wir verloren, alle anderen haben wir gerettet, die wir retten konnten. Soweit die Seite möglich war, ne? Wie kriegen wir eine Mineralien rein? Bereit für den Krieg? Und die sind fast alle wieder repariert. Ich kann wieder ausbilden. Man bräuchte etwas, was jetzt mehr Vespingas braucht, ne? Vespingeisier erschöpft. Wow. Nur zu. Ja, auch fast alle. Ja, der eine. Ja. Der braucht noch etwas. Da. Mehr bauen, bitte. Bereit machen, Jungs! Na dann. Die letzte Bastion. Hier unten. Sir, eine weitere Siedlung wird von den Zerg infiziert. Soll ich ballern, Sir? Hört doch auf. Geht die Fui. Die haben euch noch nichts getan. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Das war der Marine. Der ist tot. Dann wieder mit der Luft anhalten. Geht sterben. Echt? Braucht er? Dann landet mal. Super. Das war verdammt knapp, danke! Transformationssysteme optimiert. Und dann alle mal runter. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Mimi. Nennt man das. Schlechte Neuigkeiten? Ihr könnt auch mal mit Hirn kommen zur Reparatur, ne? Wäre doch ganz okay. Nur so wie du. Wenn ich meine Einheiten reparieren muss, einfach nur ein bisschen zurückschicken und zack, werden sie repariert. Und ihr könnt auch mal reinkommen gleich. Warum habe ich zwar noch mehr. Ach komm. Zu. Echt doch jetzt hier komplett. Jetzt wird geplündert. Mehr Mineralien auf als auf der anderen Map.
landet einfach mal kurz. Ungeeignete Landezone. Das interessiert mich doch nicht. Sucht euch eine geeignete. Dann lasst uns mal loslegen. Wird gemacht. Bereit für den Krieg? Gut, dann lasst uns mal loslegen. Transformationssysteme optimiert. Mann, jetzt wollte ich gerade gucken, wie die heißen. Berstlinge, genau so heißen die. Berstlinge, ne? Berstlinge, ja. Dankeschön. Meinen Namen vergessen komplett. Wer mag ich die Zerg-Kampagne? Einfach ein bisschen weiter rein und dann angreifen. Danke. Eine weitere Siedlung wird angegriffen. Ja, ich mach vorher die Basis hier Schrott. Bevor das passiert. Glaube ich, hoffentlich. Wir werden es nächst erfahren. Oh, was hier? Guck mal, okay. Alles klar. Nein, nein, nicht sterben. Okay, ihr könnt alle mal landen. Alles mal zerstören, töten, etc. Und die reparieren sich gegenseitig und zerstören auch gleichzeitig. Alles klar. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Das Blue-Geysir erschöpft. Nur zu. Na komm. Ich schaff das schon. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Ich muss eh nur das hier erledigen. Dann habe ich es geschafft. Von daher sind die mir jetzt relativ egal. Ja, dann landet mal. Achtung. Klasse 5 Biosignatur mit Kurs auf die Kommandozentrale entdeckt. Das gibt's doch nicht. Der Weg. WBFs werden angegriffen. Sehr schön. Sir, wir haben es geschafft. Ich orte keine weiteren Zerg mehr. Wir haben jedoch ein Problem im Labor. Schließen Sie Helms und was habe ich denn jetzt für eine Schiefe bekommen? Nicht was hier raus war, okay. Schließen Sie und beschützen Sie 5 Siedlungen. Ja, hätte ich wenn ein paar Vikings mehr gehabt, dann. Ach, naja. Ne? Bist du hier? Matt, versiegel die Zugänge. Verseucht. Du bist schon tot.
Schiffsmesse der Hyperion. 5 Stunden später. Holy shit. Einfach nur holy shit, muss ich sagen. Schön. Wir kriegen am neue Sachen. Aber die sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.